Was haben wir heute angetan? Es ist ebenfalls erschreckend. Deswegen muss ich dich jetzt bitten, die Ordnerbinde abzunehmen. Du bist ab jetzt kein Ordner mehr, obwohl du ein Face-Shield trägst und in der Mitte von Hamburg an Gittern sitzt. So viel zum Verständnis der Polizei und der Behörde. Und Clemens Kubi, der nächste Sprecher, der einst die Grünen gegründet hat, den wollen wir natürlich empfangen, gleich mit einem großen Applaus. Ich gehe rüber, mache ein paar Fotos gerne mit euch, nehme Spenden an für diese Arche und hier für euch Clemens Kubi, bitte einen riesen Applaus. Hier ist der Mann, der in Berlin schon gekämpft hat, als sie die Demo abgesagt haben, er ist hochgeklettert und es ist ein Kämpfer, so wie ihr auch und wie wir. Dankeschön, bis nach der Pause, wenn ich auch meine Rede halten darf, darauf freue ich mich schon. Hallo. Hallo, hier wird mir wohl nicht das Mikrofon abgeschaltet wie am 1. August in Berlin und ihr seid einfach zu viele dafür. Ich finde auch, dass die Polizei mit diesem großen Aufgebot sich trotzdem sehr anständig verhält. Also muss man schon sagen. Man hat mich jetzt auch gerade hierher durch den Zoll fahren lassen, ohne Schikanen. Also ein bisschen was geht noch und das passiert auch hier. Aber jetzt kommt die große Wende. Wir brauchen uns nicht mehr um Corona kümmern. Das ist nicht das Hauptproblem. Es steht uns was ganz anderes bevor. Wir wissen, dass die ganze Corona-Pandemie oder Plandemie, besser gesagt, ein Fake ist. Keiner hat wirklich mit diesem Problem zu tun, sondern nur durch die Maßnahmen wurde der Virus überhaupt gefährlich. Die haben sozusagen Ursache und Wirkung vertauscht. Weil wir haben kein Virus hier, jeder kann doch hier sich bewegen, hier stirbt doch keiner im Moment, also das ist doch Blödsinn. In Deutschland stirbt sowieso alle 30 Sekunden jemand, da könnte man ein riesen Theater machen. Man könnte sagen, alle Autos sind in Quarantäne, weil es gibt auf der Autobahn Todesfälle. Ja, was für ein Blödsinn. Oder man könnte bei jeder Grippe in jedem Winter alles einen Shutdown machen, auf Deutsch gesagt einen Shitdown machen, damit die Wirtschaft kaputt geht. Also, wenn die ganze Sache sowieso so irre ist, dann muss man sich fragen, was bezwecken die eigentlich damit? Und diese Analyse, was eigentlich mit der ganzen Corona-Geschichte gemacht werden soll, ist sehr einfach. Man schaut immer dorthin,
zu denen, die den größten Gewinn von der Krise haben, dann sind wir bei der richtigen Adresse. Ich muss euch sagen, der größte Gewinn machen nicht die Impfhersteller, sondern das Erste, was bei der Beginn der Corona-Krise verfügt worden ist, war die Schuldenbremse aufzuheben und den Stabilitätspakt in der EU aufzukündigen. Warum? Weil man mit der Corona-Krise plötzlich Hilfsprogramme initiieren konnte, die uns alle in die Schuld geführt haben. Es gibt einen Schuldenberg, wie es ihn noch nie gab. Früher gab es Hilfsprogramme im Millionenbereich, dann vielleicht sogar im Milliardenbereich und jetzt im Billionenbereich. 1 Billion sind 1000 Milliarden und 1 Milliarde sind 1000 Millionen. Das sind Geldbeträge, die kann man sich als normaler Mensch gar nicht mehr vorstellen. Und darum geht es. Wenn ihr mal schaut doch mal bitte auf euren Geldschein. Wenn ihr da was, die kleinste Einheit ist die wichtigste Einheit von diesem Geldschein, nicht die 20 oder die Zahl darauf steht, sondern ihr braucht dafür, ich hab's dabei, eine Lupe. Ihr kommt, schaut mal bitte in die linke untere Ecke bei dem Geldschein. Da steht ein winziges C. Ein winziges C ist das internationale Symbol für Eigentum, Copyright. Das heißt, wenn du für Bargeld bist, dann bist du für die Produzenten dieses Geldes. Und dieses Geld wird produziert in Lizenz, zum Beispiel vom Euro, von der EZB in Deutschland und für Europa. Und in der Schweiz wird es produziert von der Nationalbank. Das sind private Gesellschaften. Dahinter sind ein paar Familien. Und diejenigen, das sind nicht die Reichen oder die Superreichen, das sind diejenigen, die uns diesen Nasenring verpassen, an dem sie uns in die Sklaverei führen. Wenn wir irgendwas lernen aus der Corona-Krise, dann müssen wir lernen, uns von diesem Nasenring zu befreien. Weil 1913 hat die Federal Reserve Bank in Washington bei einer Nacht- und Nebelaktion mit ihrem eigenen Mann Woodrow Wilson das Geldschöpfungsrecht der amerikanischen US-Regierung weggenommen. Seitdem ist das in privater Hand. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man ein solches Produkt wie Geld herstellt, dann hat man dieselbe Aufgabe wie jeder Unternehmer, von seinem Produkt so viel wie möglich zu verleihen. Denn die verkaufen das nicht, die sind ein bisschen raffinierter, die verleihen ihr Produkt nur. Das heißt, selbst wenn du das Geld verdient hast, ist es nicht dein Geld, sondern immer noch das Geld der Geldschöpfer. Und wie macht ein Unternehmer, wie schafft er einen Markt für Geldbedarf? Bisher hat er sofort, als er an die Macht kam, 1914 den Ersten Weltkrieg finanziert, auf beiden Seiten. Dann hat er die Wirtschaftskrise provoziert. Dann hat er den Zweiten Weltkrieg finanziert. Selbst Hitler wurde von diesen Leuten finanziert. Auf beiden Seiten wurde das gemacht. Die Amerikaner haben erst in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen, nachdem alles kaputt war. Weil wir leben, dieses System ist dieses Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber es soll nur die Geldmenge wachsen. Und die kann nur wachsen, wenn man gesättigte Märkte wieder kaputt macht. Und genau das haben sie jetzt mit Corona geschafft. Ihr müsst erkennen, dieses Mal ist es kein Krieg, aber er ist genauso vehement, denn dieser Krieg, der jetzt geführt wird von den Geldproduzenten,
ist weltweit. Er ist nicht nur in Europa. Es ist auf der ganzen Welt. Mit einem Schlag schaffen sie es, den Wohlstand der Menschen wieder kaputt zu machen. Und darum geht es. Es geht nur darum, dass Geld eine Ware geworden ist. Und es gibt ganz viele Menschen, wobei in Deutschland sind es nur 10%, die mit Geld Geld machen. Und genau das muss verboten werden. Denn Geld ist nichts anderes wie das hier auch. Ihr wisst, was das hier ist. Das ist ein Meterstab. Ein Meterstab ist ein Eichmaß. Wer einen Meter manipuliert, geht ins Gefängnis. Wer Geld manipuliert, geht ins Gefängnis. Und dieses Geld, was ihr in der Tasche habt, das gehört euch nicht. Und wenn ihr dann für das Bargeld seid, das Bargeld gehört euch auch nicht. Wir brauchen ein neues Geld, und zwar ein Geld, das nicht mit D wie Dora geschrieben wird, sondern mit T wie Theodor. Denn das Geld muss etwas gelten. Denn das Geld ist nur eine Messeinheit für unsere Kreativität, für Leistungen. Und wir könnten sogar ohne Geld auskommen, aber wir wollen Leistung in Zahlen ausdrücken. Genauso wie wir Längen in Zentimeter oder Metern ausdrücken wollen. Wir wollen ein objektives Maß für das, was wir miteinander handeln haben. Deswegen haben wir Kilos, deswegen haben wir Litermaß, deswegen haben wir Metermaß und so weiter. Und deswegen brauchen wir auch das Geldmaß. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir uns davon befreien wollen. Es ist eine Jahrhundertaufgabe, das zu ändern. Der Letzte, der es ändern wollte, 50 Jahre nachdem die Privaten sich dieses Geldschöpfungsrecht angeeignet hat, war John F. Kennedy. Er hat mit seiner Deklaration 001 wollte er der Federal Reserve Bank das allein das exklusive Geldschöpfungsrecht wieder wegnehmen. Und direkt nach seiner Amtseinführung war das seine wichtigste Verordnung. Die hieß 0001. 3 Monate später war er tot. Diesen Fehler, den Kennedy gemacht hat, den machen wir nicht nochmal. Kennedy hat gedacht, er hat jetzt die Macht und er könnte das Geld wieder an sich, an den Staat holen. Er hat vergessen, eine Volksbewegung daraus zu machen, weil dann wäre es egal gewesen, ob man ihn umbringt oder nicht. Das Volk hätte gewusst, es löst diesen Nasenring ab. Und genau das müssen wir jetzt machen. Jeder von uns kann heute schon ein freies Konto eröffnen. Ihr braucht nur auf die Webseite gehen, euroweg.net. Da kann jeder sein Konto eröffnen. Und das Geniale an dieser Methode, Hans-Jürgen Klausner, Hans-Jürgen, komm mal bitte auf die Bühne. Er hat das schon vor 25 Jahren initiiert. Und jeder kann dort mit 120 Euro sein eigenes Konto, wie ein Prepaid-Konto eröffnen. Weil wir brauchen eine Übergangszeit. Wir brauchen noch den offiziellen Euro und parallel müssen wir unsere eigene Währung aufbauen, die uns frei macht. Und das können wir auf diese Weise. Ja. Also, und damit das funktioniert, ist Hans-Jürgen Klausner hier. Ihr könnt rübergehen auf die Schweizer Seite, da hält euch niemand auf. Da ist der Stand der Schweizer, weil die Schweizer waren ja immer schon mit dem Geld irgendwie weiter. Aber gut. Also, da ist der Hans-Jürgen Klausner ist dort und die anderen Schweizer auch, die das unterstützen. Aber diesen Euroweg, diese alternative Währung, die gibt es eben im Euro-Bereich und im Frankenbereich. Das können wir für jede Währung erschaffen. Das ist das, was uns frei macht. Denn dieses Geld ist ein zins- und inflationsfreies Geld. Denn das Wichtigste, was man politisch durchsetzen muss, ist ein Verbot, mit Geld Geld zu machen. Also, und mein letztes Wort noch. Damit
damit wir diese Forderung auch politisch unterstützen können, damit diese große Anti-Corona-Bewegung einen parlamentarischen Arm bekommt, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir das Wahlrecht behalten, nachdem sie uns schon das Versammlungsrecht und das freie Meinungsäußerungsrecht schon eingeschränkt haben, müssen wir dafür sorgen, dass im nächsten Jahr, in weniger als einem Jahr, in Deutschland die Bundestagswahl stattfindet. Und dafür brauchen wir ein Wahlbündnis. Wir können es uns nicht leisten, alle Parteien, die in Deutschland in der Opposition oder in der Regierung sitzen, haben dieses Ermächtigungsgesetz, das sogenannte Infektionsschutzgesetz, verabschiedet. Das ist ein Ermächtigungsgesetz, da kann man die Bundeswehr gegen die Bevölkerung einsetzen. Also, wir brauchen jetzt jeder, der in irgendeiner Splitterpartei ist, und davon gibt es in Deutschland 103, die zu einer Wahl zugelassen sind, die vereinigen sich jetzt zu einem Bündnis für die nächste Bundestagswahl. Dann haben alle Bürger, die nicht hier heute stehen, aber die auch einen Groll haben auf diese Regierungsform, dann kriegen die Möglichkeit, ein Kreuz an einer Spalte zu machen, die diese neuen Forderungen durchsetzt. Und dieses Bündnis braucht nur drei Forderungen. Die wichtigste, Verbot mit Geld Geld zu machen. Die zweite heißt, wir wollen eine Gesellschaft, die mit und nicht gegen die Natur arbeitet und lebt. Und drittens, wir brauchen eine Basisdemokratie. Danke euch. Jungs, superklasse. Er hat damals vor vielen Jahren die Partei, die Grünen, gegründet. War das richtig? Ja, dafür schäme ich mich heute. Ja. Dafür schämt er sich heute noch. Ehrliche Worte. Nun möchte ich noch schnell seinen Freund Herrn Dr. Klausner. Doktor? Nein, nicht ganz. Dr. Ingenieure Klausner, kurz drei Wörter sprechen lassen, danke. Zu diesem Eurowelt-System, das wir schon vor 20 Jahren entwickelt haben, mit den genialsten Programmierern waren Österreicher, die sitzen jetzt in Liechtenstein, und wir haben eine große Bank im Hintergrund, die uns da ein bisschen unter die Arme greift. Also wir wollen das auf ein Staatsniveau bringen. Aber diese schauen, was eben wie Leute wie ihr, dass die jetzt sich selber bewegen, dass die dieses Konto eröffnen, das ist wie ein Prepaid-Handysystem, da zahlen sie auf ihr eigenes Konto mal 100 oder 120 Euro oder was sie wollen ein. Das ist keine Spende, sondern das ist immer noch auf ihrem Konto, ihr Geld, aber damit können wir unseren Partnern beweisen, dass ihr diese Revolution wollt, sprich, dass ihr in einem Jahr diese Partei, die der Clemens jetzt zusammen kriegt, dass ihr die finanzieren wollt und die dann wählt und dann im Bundestag die Mehrheit habt, und dann können wir alles ändern, was heute schief läuft. Das ist die Szene. Klare Aussage, vielen Dank, Herr Klausner. Clemens Kubi, vielen Dank. Ja, das Geld, die Macht, die ist nicht unbedingt in unserer Tasche, nicht in unseren Händen. Und es war ganz gut, dass die beiden Herren hier diesen Vortrag gemacht haben. Hier habe ich noch einen Herrn Dr. Krohn. Eine Koryphäe, der wird euch jetzt gleich...